Wer hätte es gewusst? Der Stadtteil Altona war früher einmal unter dänischer Verwaltung. Und wenn man durch die Klopstockstraße geht, sieht man eine dänische Flagge wehen. Doch welchen Hintergrund hat das? Und was ist davon heute noch spürbar? Um dies herauszufinden, hat sich meine Kollegin Birgit Winkler auf die Suche gemacht und stellt uns drei Orte vor, die aus dieser dänischen Vergangenheit übrig geblieben sind. Von 1640 bis 1864, knapp 200 Jahre, war der heutige Hamburger Stadtteil Altona unter dänischer Verwaltung. Um auf Spurensuche der Altonaer Geschichte zu gehen, lohnt ein Blick in das Ottenser Stadtteilarchiv. Im Hinterhof der Zeissstraße befindet sich das Büro. Brigitte Abranowski weiß genaueres über die dänische Vergangenheit Altonas. Altona war nicht dänisch, es wurde nicht dänisch gesprochen. Es wurde dänisch verwaltet und es gab eine deutschsprachige Kanzlei in Kopenhagen, die diese Verwaltung regelte. Und das wurde dann einfach zur dänischen Herrschaft Holstein-Pinneberg, weil in dem Zuge des Dreißigjährigen Krieges der damalige dänische König also einen Standort an der Elbe haben wollte, um in Konkurrenz zu Hamburg dort einen Wirtschaftsstandort aufzubauen. Das Altonaer Rathaus dient erst seit 1898 als Rathaus. Es war einst der Bahnhof Altonas. Einer der wichtigsten Punkte war auch, dass als erstes in Konkurrenz zu Hamburg auch ein Bahnhof her musste. Der erste Altonaer Bahnhof von 1844. Gerade vorher, 2 Jahre, war in Hamburg die erste Eisenbahn, die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn gebaut worden. Und da war es super, dass also die Dänen gleich hinterher auch also mit einer Wegestrecke sozusagen an der Eisenbahn aufwarten konnten. Vom einstigen Bahnhof ist heute nichts mehr zu sehen. Am Eingang gingen früher die Gleise Richtung Norden entlang. Gabi von Malotki vom Stadtteilarchiv weiß genaueres. Also 1844 begann dieses Gebäude seine Karriere als Bahnhof, war dann zum anderen Ende hin offen, weil die Gleise führten da hinweg. Und er lag günstig zum Altonaer Hafen. Die Waren wurden also hier rauf transportiert und konnten dann eben gleich auf den Zug umgesetzt werden und weitertransportiert werden. Unter dänischer Führung blühte Altona auf. Ein Grund hierfür war die Offenheit für all jene, die woanders nicht willkommen waren. Die Tore Altonas standen für jeden offen. Zudem herrschte Religions- und Zunftfreiheit. Die Spurensuche führt weiter zum Klopstockplatz. Das Gebäude dort diente zu dänischen Zeiten als Zollhaus. Als es gebaut wurde, so in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, beteiligte sich Altona am Aufstand gegen Dänemark. Da wurde der Nationalismus immer stärker und die dänischen Könige haben Altona dafür hart bestraft. Altona als Wirtschaftsmetropole hatte viele Privilegien bis dahin, war immer sehr gefördert worden aus Kopenhagen. Es verlor alle Privilegien zu der Zeit und wurde Zollausland. Die Suche nach dänischer Vergangenheit Altonas endet bei der Christianskirche in Ottensen. Auch sie stammt aus dänischen Zeiten. Sie wurde einst von König Christian VI. Erbaut. Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge des Deutsch-Dänischen Krieges endete die dänische Herrschaft. Altona wurde preußisch. Der Stuhlmannbrunnen vor dem Rathaus erinnert noch heute an diese Zeit. Die beiden Zentauren, die um einen Fisch ringen, symbolisieren Hamburg und Altona im Wettstreit um die Vormachtstellung an der Elbe.